Hallo, du Liebe, es ist Mittagszeit, Zeit für den Gedankenfunken, den ich gerne bei dir entfachen würde. Und wenn du den Gedankenfunken von mir aufgefangen hast, dann schick ihn gerne dorthin weiter, wo er jetzt gerade gebraucht wird. Und das Kartenset hat nur noch zwei Karten. Zwei. Ich halte sie mal hoch. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich lasse mich natürlich wie immer auch überraschen. Ich nehme jetzt mal die erste hier. Oh. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Liebe. Ja, Liebe gibt es in ganz vielen Facetten. Liebe gibt es zu dem Partner, Liebe gibt es zu den Kindern, Liebe gibt es zu den Eltern, Liebe gibt es auf einer anderen Ebene für gute Freundinnen und ja, Wegbegleiterinnen vielleicht. Und es gibt aber noch eine ganz, 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 ganz wichtige Liebe. Das ist die Liebe zu dir selbst. Und das ist das, womit wir uns oft ganz, ganz schwer tun. Hallo, da haben wir Zuschauer. Herzlich willkommen. Ja, dieses Thema Selbstliebe, sich selbst zu lieben, sich selbst wertzuschätzen, das ist das, was uns leider oft so schwer fällt. Und warum ist das so? Naja, weil wir eben von früher schon irgendwo geprägt waren, so Sachen wie Eigenlob stinkt, solche Gedankensätze, die haben wir in irgendeiner Form übernommen, ob die Sinn machen oder nicht. Weil was spricht denn dagegen, uns selbst zu loben, wenn wir etwas gut gemacht haben? Dann bringen wir uns doch Wertschätzung entgegen und freuen uns und sind stolz vielleicht auf etwas, was wir gemacht haben. Das motiviert uns doch wieder fürs Nächste, für die nächste Aufgabe, für die nächste Herausforderung. Besser geht's doch nicht. Deswegen ist es doch so wichtig, uns selbst, dich selbst, mich selbst zu lieben und mit mir zufrieden zu sein und auch mal geduldig mit mir zu sein, verständnisvoll zu sein, wenn es jetzt gerade mal nicht so rund läuft und ich mich vielleicht heute nicht so gut konzentrieren kann oder ich nicht in meiner hundertprozentigen Kraft sein kann, warum auch immer das ist, aber zu sagen, okay, dann ist es eben heute mal nicht so, dann geht es morgen bestimmt wieder besser. Und sich stattdessen zu fragen, wie kann denn ich jetzt dafür sorgen oder was kann ich denn tun, dass es mir ja wieder besser geht, dass ich wieder in diese gute Kraft hineinkomme, in der ich wieder Bäume ausreißen kann. Was kann ich mir Gutes tun? Und das lassen wir uns auch allzu oft nicht zu. Und das ist so schade, weil ich sag mal so, wir haben ja immer nur uns. Unser Körper begleitet uns unser ganzes Leben und wir haben nur uns selbst. Und ich weiß, viele tun sich auch bei dem Gedanken schwer, dass wir selbst der wichtigste Mensch in unserem Leben sind. Hallo Sabine, ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir sind selbst der wichtigste Mensch in unserem Leben und das sehen wir oft nicht so. Dann ist es erst der Partner, die Kinder, die Eltern und so weiter und so fort. Die sind alles super wichtig, ganz wichtig in deinem Leben. Aber du bist der wichtigste Mensch, der eigentlich wichtigste Mensch. Und das hat nichts damit zu tun mit Egoismus oder egozentrisch zu sein. Es geht darum, gut für dich zu sorgen, dass du genug von dem hast. Also ich sag mal Kraft, Energie, dass du abgeben kannst, dass du etwas davon schenken kannst, dass du für andere gut da sein kannst. Und um das zu schaffen, um das zu tun, ist es wichtig, diese Liebe zu sich selbst zu empfinden. Da genau hinzuschauen und zu sagen, was ist denn da? Bin ich gerade traurig? Bin ich gerade sehr froh? Bin ich gerade verletzt durch irgendwas? Da genau hinzuschauen, was wird da innen drin gebraucht? Was braucht unser Herz jetzt, dass es wieder, ja, munter wird, fit wird und wieder sprechen kann, wieder in Kommunikation gehen kann mit anderen Menschen. Und das ist so, so wichtig. Zu schauen, was machst du gut, was kannst du gut, welchen Sinn stiftest du auch für andere Menschen? Und sei es dir wert, mehr zu dir selbst zu schauen. Du bist es wert. Jede von uns, jeder von uns ist einzigartig. Und deswegen brauchen wir auch nicht auf die anderen zu schauen, weil jeder ist er selbst und jeder ist einzigartig auf seine Art und Weise. Der andere kann das besser, der andere kann das besser. Und oft vergleichen wir uns
mit anderen sehen einen Ausschnitt aus dessen Leben und denken, boah, cool, was die alles machen, was die alles können. Aber es ist eben nur ein Ausschnitt. Und dann fangen wir an, uns zu vergleichen. Und dann denken wir, das kann ich nicht. Ja, und schon mache ich mich klein. Das kann ich nicht, weil das werde ich auch bestimmt nie lernen. Ne? Und so weiter. Das macht nichts. Wir brauchen nicht alles zu können. Du hast deine Stärken und bau diese aus, nutz diese, mach sie dir erstmal bewusst. Und dann, ja, schlag dir selbst auf die Schulter, wenn du etwas gut gemacht hast. Lobe dich dafür, belohne dich dafür. Du bist es wert, dass du zu dir hinschaust und dich wertschätzt und dir einen Selbstwert gibst. Und das geht immer miteinander einher, Selbstwert und Selbstliebe. Ich kann es dir nur von Herzen wünschen, weil du bist dein Leben lang an deiner Seite. Und dann wäre es doch schön, wenn du dich selbst mögen würdest und deshalb auch gut für dich sorgst. In diesem Sinne wünsche ich dir, schau zu dir hin, versuche dich mehr zu mögen. Das geht nicht von heute auf morgen, wie alles andere im Leben. Es gibt keinen Schalter, den du umlegen kannst. Versuche mehr zu dir hinzuschauen und das herauszufinden an dir, was gut ist. Lass es zu. Du bist einzigartig. Jeder auf seine Art und Weise. Und je weniger du mit dir selbst in einen Widerstand gehst, je offener du dir selbst gegenüber bist, dann gehen viele Sachen einfacher im Leben. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Ein bisschen mehr Selbstliebe, jeden Tag ein bisschen mehr für dich und passt gut auf dich auf. Von Herzen, deine Sandra, die Umdenkerin. Ciao, tschüss.